Du bist Ockrum, du bist Tirik. Du bist Mürrem, du bist nicht Mürrem. Bist du jetzt wieder Talana? Ja. Also, eine Sache, die wir auf jeden Fall den Jungs von Ubisoft sagen sollten. Wenn Statusveränderungen da sind, dann klappt das mit dem Paper Doll hier nicht. Also dann wird das Paper Doll nicht aktualisiert. Das heißt, wir haben hier ein Paper Doll und einen Charakter, der nicht vergiftet ist. Und wenn wir auf einen Vergifteten wechseln, dann bleibt das Paper Doll so, wie es von dem vorherigen Charakter war. Und passt sich halt nicht an. Jetzt ist ja wieder alles in Ordnung. Okay. So, erster Kampf überstanden. Gold und Erfahrungspunkte bekommen. So weit, so gut. Zonk. Und das mit dem nicht rückwärts gehen können, das finde ich echt positiv. Was bist du? Was war das? Ich kann nichts machen. War das ein Segen? Okay. Also ich denke mal, das wird später ein Segen geben. Diese Drachensegen, die man hier im Inventar sieht. Aber in der Early Access Version wahrscheinlich noch nicht vorhanden. Ah, ist okay. So. Wir wollen jetzt. Können wir jetzt in den Brunnen? Nein. Okay, wir wollen jetzt zu Maximus. Denn ich denke, es wird am besten sein, wenn wir dem Spielverlauf folgen. Die hiesige Kapelle für Elras, den Drachen des Lichts. Nicht mein Lieblingsdrache, aber zumindest können euch Schwester Lysandre und andere Vestalinnen sogar vom Rande des Todes zurückholen. Natürlich werden sie euch um eine Spende dafür bitten. Wie jede Kirche irgendwie. So, aber nee, da war der Maximus. Zunk, 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 zunk. So, denn bye bye, Dustin. Du wolltest da nicht mit rein. Aufgabe erfüllt. Gegengift bekommen? Ich weiß, ich wollte nicht so viel meckern, aber für eine Quest, wenn man von A nach B geht, sollte man nicht Gegenstände bekommen. Weil es ist hier niemand da, der mir Gegenstände geben kann. Ich denke nicht, dass das denn uns jetzt ein Gegengift in die Hand drückt, weil, hey, ihr habt das echt toll gemacht, ihr seid vom Hafen hergekommen. Na, aber gut. Die Stadtbesichtigung fortsetzen, Garnison betreten. Nee, wir wollen die Garnison betreten, das heißt, du musst jetzt leider weg. Dunstan hat die Gruppe verlassen. Leb wohl. Rein da. Oh, hallo, Halborg. Oder Org. Ja, was wollt ihr? Wir wollen arbeiten. Also, eigentlich wollen wir nach Kalras, aber wir kommen hier nicht raus, wenn wir nicht gearbeitet haben. Ihr haltet euch also für Abenteurer, was? Ha, dass ich nicht lache. Habt ihr je um euer Leben gekämpft? Ja. Habt ihr je einem Feind ins Auge geblickt, während ihr ihm die Klinge ins Herz gestoßen habt? Also, eigentlich war es ein Feuerstrahl, mit dem wir die Spinne umgebracht haben, aber okay. Geht nach Hause und hört auf, meine Zeit zu verschwenden. Nein, wir wollen uns beweisen. Ihr seid beharrlich, das muss ich euch lassen. Gut. Das ist eine der Qualitäten, die ihr braucht, um als Abenteurer zu überleben. Weiter. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich stelle euch eine einfache Aufgabe und wir sehen dann, wie ihr damit zurechtkommt. Wenn ihr sie erfüllt, könnt ihr über ernsthafte Dinge mit mir reden. Was sagt ihr? Keine Sorge, ich werde auch nicht von euch verlangen, irgendeinen Keller Ratten zu töten. Sehr schön. Also ja, das war Standardding. In recht vielen RPGs. Was macht man zuerst? Man bringt Ratten um. Und wenn das ein Spiel mit Level Scaling ist, dann bringt man 100 Level später eine Level 100 Ratte um. Aber gut, Spinnen im Brunnen, das passt doch. Maximus hat sich eurer Gruppe angeschlossen. In der letzten Zeit sind ein paar Dorfbewohner verschwunden und meine beste Spur ist ein Trunkenbold, der behauptet, in der Nacht wären Spinnen aus einem Brunnen gekrabbelt. Ich habe ihm zuerst nicht geglaubt, bis ich die achtbeinigen Krabbelviecher mit eigenen Augen gesehen habe. Widerliche Biester. Also werden wir, ihr und ich, in den Brunnen steigen und ihr Nest vernichten. Ihr habt doch keine Angst vor ein paar Spinnen, oder? Ach, und wenn ich Spinnen sage, meine ich die richtig großen. Vorwärts. So, er ist jetzt dabei. Was machst du denn? Was gibt es denn? Nichts. Ich wollte nur wissen, ob ich dich ausrüsten kann. Anscheinend nicht. Ich hoffe, er kämpft wenigstens mit. Und was er hier macht, weiß ich auch noch nicht.
Na gut, wir hatten vorhin den Brunnen gesehen. Jetzt werden wir wohl da rein können. Tschung, tschung, tschung. Hier. Wollt ihr Verlies Spinnennest wirklich betreten? Ja, unser erster Dungeon. Sehr schön. Der Ladebildschirm läuft jetzt auch ein wenig flüssiger. Es kann sein, dass er am Anfang so geruckelt hatte, weil gerade das ganze Gebiet geladen wurde. Ich denke mal, es wird in der endgültigen Version noch alles wesentlich flüssiger laufen. Jetzt, wo das hier nur so ein bisschen abgeschliffen und ein bisschen was zeigen kann vom Spiel. Immer schön im Hinterkopf behalten. So, ich höre schon Spinnen. Da. Warum schießt du nicht? Da ist eine Spinne. Ich bin verwirrt. Warum darf ich nicht schießen? Ah, ich darf erst schießen, wenn das Spiel einen Gegner erkannt hat. Und das tut es erst an einer bestimmten Instanz. Nicht schön. Ich will jederzeit in der Lage sein können, meinen Bogen zu schießen. Egal, ob da ein Gegner ist oder nicht. Aber okay. Du hast jetzt zweimal Feuerball hier, weil du vorher verbuggt warst. Du kannst nicht mit deinem Windstoß sprechen, weil... Oh, jetzt bin ich gerade rückwärts gegangen. Ich dachte, es wird Zauberbuch. Du... Windstoß. Darfst du nicht. Achso, darfst du nur im Nahkampf machen. Hm? In einem Umkreis von 2 Meter. Achso, da muss dann ein oder zwei Felder vor uns sein. Ja, na gut. Dann mach du mal einen Feuerstrahl. Ja. Du schießt mal. Du schießt mal. Und du schießt mal. Hey. Das schießt ja zurück. Das war jetzt nicht abgemacht. Verfehlt. Und kaputt. So. Du bist vergiftet und wir kriegen gleich wieder ein Gegengift. Bitte, bitte, lieber Programmierer, macht das nicht. Gebt nicht den Helden immer genau das, was sie brauchen. Dann haben die Helden nämlich gar keinen Grund, in die Stadt zu gehen und sich auszurüsten und so weiter. Das heißt, man muss nicht nachdenken. Und Spieler wollen nachdenken. Die wollen nicht einfach so durch den Dungeon rushen. Aber ja, das kann auch nur meine Meinung sein, aber ich denke, es wird auch viele andere so sehen. Oh gut, töten. Schießen, schießen, schießen. Bitte nicht zurückvergiften. Okay. Schießen und kaputt. Riesenspinne hat Gegengift verloren. Eine Sache, die mir einfällt, die das Ganze relativieren könnte. Vielleicht kriegen wir ja auch die Giftdrüsen von den Spinnen und machen daraus Gegengift. Das könnte man rollenspieltechnisch so umsetzen. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Also wenn wir jetzt irgendwann in einem Feuerdungeon sind, wir kriegen durchgehend Schutz vor Feuer, dann wäre die Aussage falsch. Aber ja, gucken wir einfach mal. Hier haben wir ein Fass mit einer Riesenspinne. Wir sind jetzt im Nahkampf. Also Tirik, hauen. Du, hauen. Du. Ach, das Ziel wird zurückgestoßen. Deswegen macht er so wenig Schaden. Aber du kannst nicht nach rechts gestoßen werden. Okay. Und du hast keinen Mana mehr. Objekte beschädigen. Waffen können beschädigt werden, wenn ein Hieb vom Gegner pariert wird. Schilde können beschädigt werden, wenn die kritische Kraft Angriffe pariert. Mhm. Wenn ein Gruppenmitglied Ziel eines kritischen Angriffs wird, kann ein willkürlich ausgewählter Teil der Rüstung beschädigt werden. Also wie gesagt, das finde ich gut. Das macht das Spiel wieder ein wenig komplizierter und gibt einem auch Gründe, zurück in die Stadt zu gehen. Ist jetzt bei uns irgendwas kaputt? Ich sehe nichts rot markiertes. Ich glaube, das war nur eine allgemeine Warnung. Jo. Okay, kaputt. 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 Mhm, ein Gold. Zwei Spinnen. Angriff. 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 Wollen wir Mana-Trank trinken? Nee, komm, wir haben fast keine Lebenspunkte verloren. Wir prügeln einfach auf einen. Au. 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 Die ist gleich tot. Kasan. So, erste tot.
Oh. Angrum ist auch vergiftet. Aber wir haben ja genug gegengiftet, das passt. Zink, zink. So, bevor Gift durchtickt. Wir haben wieder den Fehler mit dem Dingens hier, ne? Aber wir erkennen, wir sind bewahren wegen Helm und das da. So, und schon bist du auch wieder Ogrum. Und du bist auch wieder Talana. Sehr gut. Also ja, diese kleineren Bugs kann man vollkommen übersehen. Die sind nicht wichtig. Die werden innerhalb von ein paar Tagen gefixt. Also vor Release natürlich. Da wird man später gar nichts von mir mitbekommen. Alles plündern. So. Gold. Mhm. Findet und tötet die Spinnenkönigin. Das ist übrigens auch wieder eine Anspielung. Might and Magic 6, eine der ersten Quests. Da muss man ein kleines Mädchen retten und das Herz einer Spinnenkönigin beschaffen in der ersten Stadt. Also auch wieder Sorbigal. Ah, und wieder alles ein wenig zu bunt für meinen Geschmack. Ja. Aber ja, bevor wir jetzt hier reingehen, ich habe den Verdacht, hier kommt gleich die Spinnenkönigin, möchte ich ein kleines Resümee machen. Es müssten jetzt ja schon 5 Folgen gewesen sein, also genug für einen ersten Eindruck. Und ich muss sagen, es ist okay. Es ist nicht super, es ist aber auch nicht schlecht. Das ist aber sehr, sehr persönlich gesehen. Kein bisschen objektiv. Denn ich bin halt oldschool, retro, möglichst wenig Mainstream und so weiter. Und da fallen mir halt Sachen eher auf, als es dem normalen Spieler auffallen würde. Wie soll das mit den ganzen Farben? Das ist mir zu WoW-artig. Jemand, der nicht ganz so alt ist wie ich, dem wird das gar nicht auffallen. Der findet das ganz normal und findet das einfach nur als Hervorhebung der Atmosphäre. Für mich ist das ein wenig zu kitschig. Genauso wie die Vereinfachung Inventar, dass so wenig Slots sind. Ja, man kann dann auch mit ganz vielen verschiedenen Gegenständen in diesen Slots, also vielleicht gibt es ja 10.000 Paar Schuhe zum Beispiel, kann man denn dadurch seinen Charakter einigermaßen anpassen? Aber ich habe es halt gerne, dass ich ein paar Schuhe habe, dass ich Beinplatten habe, dass ich einen Brustpanzer habe, dass ich Schulterpanzer habe, dass ich Bracer habe, dass ich Handschuhe habe, und zwar 2 Handschuhe. Dass ich Ketten habe, dass ich Ringe habe, dass ich vielleicht noch Ohrringe habe, dass ich einen Umhang habe, all solche Sachen. Das ist ein wenig... Und gerade bei Might and Magic gab es, jedenfalls ab Teil 6 Plus, gab es immer extra Slots noch drunter. Also, dass man dann 6 Ringe tragen konnte oder andere Gegenstände. Das ist hier ein bisschen zurückgestuft. Genauso bei den Skills. Bei den Skills fehlt einiges. Wo sind die Skills? Die sind im Zauberbuch. Fertigkeiten. Ja, da fehlt wirklich einiges. Aber das muss man sagen, das haben sie wahrscheinlich auch gemacht, um einfach ein größeres Publikum anzusprechen. Denn das Might and Magic Franchise ist halt ziemlich abgeglitten in den letzten Jahren. Das war nicht vorhanden, 10 Jahre lang. Das heißt, sie wollen jetzt wahrscheinlich ein möglichst großes Spektrum abdecken, damit möglichst viele Leute wieder zu diesem Franchise finden. Und sobald die Fanbase da wieder einigermaßen wachgerüttelt ist, dann kommen vielleicht auch wieder Teile, die eher auf ein kleineres Zielpublikum abgerichtet ist, wo ich dann reinpassen würde. Also ja, das sind meine Hauptkritikpunkte. Was man positiv sagen muss, ist auf jeden Fall, Minimap gefällt mir. Mir gefällt, dass es recht viele NPCs gibt mit Hintergrundgeschichte. Ich finde das sehr gut, dass es rundenbasierend ist. Ich bin absoluter Fan von rundenbasiert. Da kann man immer schön Käffchen nebenbei trinken, man kann überlegen. Also jetzt momentan ist es noch einfach nur 1 drücken und so. Aber später werden die Kämpfe wahrscheinlich sehr kompliziert werden. Und dann kann man schön taktisch vorgehen. Gerade wenn man nicht den Anfängermodus genommen hat, sondern den Kriegermodus. Das gefällt mir sehr. Die Hintergrundgeschichte und das Introvideo fand ich sehr stimmig. Auch, dass man, also abgesehen davon, dass wir jetzt mit Maximus sprechen mussten und die Spinnen töten müssen, um weiterzukommen. Abgesehen davon hatte man schon recht viel Handlungsfreiheit. Man konnte die ganze Stadt erforschen und so weiter. Und ich denke, sobald man jetzt mit Sorbigal durch ist, wird das auch wesentlich offener werden alles. Und das finde ich auch sehr, sehr ansprechend. An sich ist es, man muss nicht ganz so viel nachdenken. Das ist ein Vorteil und ist ein Nachteil. Vorteil ist, man kann halt einfach so in das Spiel reinspringen, man kann ein bisschen Spaß haben, man kann Dungeons erforschen, man kann seine Charaktere ausrüsten und einfach schön durchzocken. Nachteil ist halt, man muss nicht so viel nachdenken. Manche Leute mögen das eher. Also ja, wenn man einfach nur entspannen möchte, Spaß haben möchte, die Welt von Might and Magic neu kennenlernen möchte, dann ist es genau das Richtige. Und für diese etwas anspruchsvolleren Sachen kommen vielleicht noch DLCs oder Add-ons oder halt Might and Magic 11 in 1-2 Jahren. Darauf hoffe ich so ein wenig. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Zum einen, weil es Might and Magic ist und ich Might and Magic liebe. Zum anderen aber auch, weil es halt interessant ist.
Es ist zwar nicht so, wie ich es mir gerne gewünscht hätte, aber man kann es nicht jedem recht machen. Und ich denke, der Approach von Ubisoft war halt möglichst großes Spektrum und es versuchen allen ein wenig recht zu machen, um halt überhaupt das ganze Franchise wieder aufleben zu lassen. Aber ja, euch wünsche ich erstmal viel Spaß mit den weiteren Videos. Ich werde jetzt einen kleinen Cut machen, weil meine Stimme langsam bricht. Das müssten jetzt schon 5 Folgen gewesen sein. Ich werde auf jeden Fall das ganze Early Access Paket zu Ende spielen, damit ich euch alles zeigen kann, was noch kommt. Aber für so einen ersten Einblick werden die ersten 5 jetzt gereicht haben, denke ich. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Spinnenkönigin umbringen. Bye, bye.